Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir haben das letzte Mal viel erkundet und jetzt werden wir weiter auf die Suche nach der Prinzessin gehen. Begib dich zur Pygon-Oase. Das hatten wir schon mal vor uns. Beziehungsweise wir haben einen Teil davon schon erledigt und naja, die Pygon-Oase war irgendwo hier. Wir waren glaube ich noch nicht selbst da drin, also schauen wir uns den Ort mal gemeinsam an. Pygon-Oase, Pyon. Sehr gut, wir werden tun, was besprochen wurde. Sir Glenn. Sir? Meine Männer haben Position auf beiden Seiten des Camps bezogen. Sie werden gezielte Angriffe durchführen, um den Feind abzulenken. Eure Männer sind noch nicht bei Kräften. Das ist zu gefährlich. Und die Freiheit hat einen Preis. Manche zahlen mit Gold, sie werden mit Blut bezahlen. In der Zwischenzeit werden wir Amalia finden und befreien. Exakt. Unglücklicherweise kommt der Luftweg nicht in Frage. Die Anti-Himmelsrüstungskanonen würden uns sofort aus der Luft holen. Beim Arkant-Archipel habe ich sie alle weggemacht. Kann ich auch hier machen, bestimmt. Wir sollten versuchen, am Boden zu bleiben. Das bedeutet auch, dass wir jeden Kampf vermeiden sollten, sofern möglich. Es sollte Wege geben, am Feind vorbeizuschleichen. Oder Kampf. Hört ihr den Lärm der Schlacht? Es hat begonnen. Viel Glück euch allen. Moment, was? Wie Schlacht? Ich bin doch hergekommen, um einfach bloß... Ich will da in die Mitte rein, okay? Es gibt Schleichwege angeblich. Und Händler. die Händler... Speck. Speck ist eine Verbesserung. Ich mag Verbesserungen. Ausrüstung. Anker wird zu Speck. Kein Klassenwappen, Vampir, Seelsorger, Mönch, Krieger. Wie viel heiliges Wasser habe ich eigentlich? Muss man danach schauen. Ich glaube nämlich, ich muss mal auf die Suche dann nächstes Mal gehen nach Klassenwappen. Ach Gottchen, 5 Stück. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auf die Suche gehen. Was ist hier oben? Ein Schleichweg? Könnte ein Schleichweg sein. Indeed, it is a Schleichweg. Kisten? 8 Stück. Elastische Flügel! Das ist das Zeug, was ich unbedingt brauche. Um Waffen aufzugraden. Okay, hier wurde gemetzelt. Hier sieht so aus, als könnte man irgendwo hin. Ich muss zugeben, ich bin nicht in der Stimmung für was auch immer hier ist. Die sehen brutal aus. Die machen wir weg. Warum sind die hier? Wachsoldat. Terror-Terrier. Hey, die kann man bestehlen. Nee, Moment. Ach, ich muss schon wieder die Tasten. So. Nichts. Moment, nicht zu stehen, was? Das ist eine Lüge. Ach, konservierbar steht da. Ah, okay, dann brauche ich so ein Terror-Terrier. Im Stärkewasser. Dann machen wir einen Windsprung. Okay, macht Schaden. Hymne der Hai. Und alle wieder heim.
Ich kann ja hier gar keinen bestehlen. Ach, das ist die falsche Taste. So sieht's aus. Ja, der Wachsoldat muss weg. Die Gegner können nichts Besonderes. Na, sie können fokussen. Das ist nervig. Da muss getauscht werden dann gleich. Ja. Können wir gleich machen. Boah, der hat er schon davor schon so einen Hammer gehabt? Wasser ist unwichtig. Bam. Das coolt ganz schön ab. Weg mit ihm. Gestohlener Diamant. Aha. Nice. Wow. Reine Eskalation. Reine Eskalation wird hier gemacht. Ich will ihn fressen. Ja, ich glaube, dann muss ich den anderen angreifen. Fress ihn! Jawohl! So kann man es eigentlich machen. Immer wenn eine neue Fähigkeit hier auftaucht, also wenn jemand konservierbar ist, dann kann ich austauschen mit Tomke. Ich überlege. Genau. Nee. Erlernen. Ich möchte sehen, was Tomke jetzt Neues. Sicher, woran er sich erinnert. Zigarettenglut. Not bad. Feuer für alle. Warum gab es hier die hier? Welchen Sinn und Zweck? Kann ich hier irgendwo hin? Irgendwas machen? Kann nirgends hinspringen? Nö. Dieses Area waren einfach nur diese Gegner. Na gut. Gucken wir runter. Okay, da sind Gegner. Kann man nichts dagegen machen. Sind halt Gegner. Schutzmagier. Hier gibt es nichts zu stehlen und nichts zu bekämpfen. Also, es gibt schon was zu bekämpfen, natürlich. Und nichts zu stehlen. Was? Wind, Schwäche, Erde. Wasser. Gut, dass gerade der Overdrive aktiviert wurde, dann macht er der Mensch noch zu wenig an den Menschen. Erdtrommel. Genau, die waren ja erdschwach. Tja, es muss ja einen Grund geben, warum. Wo hat sie Konter? Warum hat sie Konter? Ist das eine eher Glänzsache? Egal. Egal, wer Konter kann. Konter ist nie verkehrt. Ein Magier weniger. Feuer! Overdrive, das ist schlecht. Das ist schlecht, Punkt. Pandemie. Dunkelspät. Halt! Ah, gut, war die Schwäche. Wollte gerade sagen, halt, gibt's da nicht eine Schwäche oder so? Tröten! So, jetzt ist alles gut gelaufen. Ziemlich simpler Gegner. Ja gut, wir sind vielleicht ein bisschen overpowered. Das kann auch sein. Phantomumhang. Ich könnte noch mehr overpowered sein, wenn ich doch nur... Magier, Phantomumhang. Ja, seht euch das an. Das war besser. Ich brauche den Schmied jetzt gerade. Wo kommen wir hier raus?
Wahrscheinlich da, wo wir hin müssen. Das ist ein... Lol. Bitte was? Ich bin auf der richtigen Seite gespawnt. Wie wäre ich an denen richtig vorbeigekommen? Ich weiß es nicht. Das ist die falsche Richtung. Ich würde mich gerne nur noch ein wenig umschauen. Hier gibt es auf jeden Fall keinen so Loot aller Art. Ja, keine Ahnung. Geheimversteck, vergrabener Schatz. Okay. Ich bin jetzt super verwirrt, aber ich bin froh, dass ich daran vorbeigekommen bin, weil die hätte ich nicht besiegen können, glaube ich. Hier muss ich rein. Prinzessin, geht es euch gut? Faran, beruhig dich, Ceres. Wie seid ihr hergekommen? Mit der Hilfe dieser tapferen Gruppe, ein Clan, der für unsere Sache kämpft. Sir Victor und Prinzessin Celestia. Prinzessin? Celestia? Grüße, aber wir haben keine Zeit für Gespräche. Haltet sofort ein! Legt eure Waffen nieder, Eindringlinge, es gibt kein Entkommen. Wir haben die uns so schnell gefunden. War die Ablenkung durch deine Männer nicht genug, Faran? Tötet sie! Oh, einer leuchtet. Ja, die können nix. Und wie die da jetzt am Rand einfach stehen. Ah, dann zeigen wir mal der Prinzessin, was wir drauf haben. Jawohl. Dir fehlt ein Aoi-Angriff. Meiner Meinung nach. Es fehlen generell ein paar Aoi-Angriffe, oder? Du hast guten Loot. Aber nur wertvollen Loot. Weitere werden sie erfolgen. Wir sollten uns beeilen. Nein. Prinzessin. Nennt mich nicht so. Dieser Titel hat keine Bedeutung mehr. Ich bin nicht mehr als eine Gefangene. Wenn ihr mich befreien wollt, müsst ihr die anderen auch retten. Es sind weitere unserer Kameraden im Osten gefangen. Assisi. Prinzessin von Escania und die einzige Überlebende eines andauernden Zwists der 29 Kinder von König Draglin IX. Gerüchte besagen, sie habe nur durch einen Pakt und den Fluch der Heilung, den sie erhalten hat, überlebt. Amalia ist ein junges, tapferes Mädchen, das nicht gerne auf andere angewiesen ist. Ach, wenn ihr Herz am rechten Fleck sitzt, gehört soziale Interaktion nicht unbedingt zu ihren Stärken. Ah, schließe ich mich dir an. Menschen, ganz schwierig. Bei allem Respekt, dafür haben wir keine Zeit. Ich gehe nicht ohne unsere Männer, Faran. Dann haben wir keine Wahl. Ich versuche hier eine Prinzessin. Was, neue Skills? Haben wir einen neuen Stern bekommen? Ach, Amalia. Hallo. Hallo, Amalia als neue Oh, alle heilen. Riskante heilen. Aber kann in der nächsten Runde nicht handeln. Okay, ist ein Heilt alle. Ach so, es ist eine Doppel... Okay, sie
Sie heilt doppelt so stark, aber okay. Mehrfachschuss, okay, wir. Na gut. Was. Ja, 6 weitere Talente. Also, sie braucht. Was befiehlt Kress, zwischen Heilungs- und Angriffsmodus zu wechseln? Wem, was, wie, wo, warum? Kress, der Hund, oder? Heilung und Angriff? Wir nehmen es mal, weil es ist auch eine andere Art von Skill. Sie hat viele Punkte zu vergeben, also machen wir es mal. Was kriegt sie? Lichtwiderstand, Drachenkiller, Konter, Psi erhöht, so SOS-Psi erhöhen. Wir haben 14, okay, also müssen wir im oberen auswählen. Das macht nichts. Ich gönne mir das, ich gönne mir das, ich gönne mir das. Magie, sie ist wahrscheinlich eine Magierin, so wie ich es erkennen kann. Braucht sie Abwehr. Erheben, belebt das Ziel. Ja, Wiederbelebung. Ein körperlicher der Proto. Gut, ein Angriff auf alle. Okay. Dann gönne ich mir Magie, Psi. Psi. Lebenspunkte. Tech-Punkte und Geschicklichkeit. Sie ist sehr, sehr defensiv eingestellt. Sie ist wirklich ein ja, sehr defensiver Charakter. Ich würde sie dann anstelle von. Lehn sehen tatsächlich. Hier an. Als Ersatz für Lehn. Falls man einen Heiler mehr braucht, anstatt einen Caster. Aber tatsächlich nicht als Main. Typi. Okay, wir müssen hier irgendwie raus, wie es scheint. Na dann. Wie sind wir hier? Was ist das hier? Ein Hebel. Ein kleiner Spalt ist offen. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Wir haben die. Moment, war da zuletzt eine Truhe? Haben wir die Truhe schon bekommen? Da wurde eine Truhe angezeigt, oder? Wir haben die Truhe nicht bekommen. Warum haben wir die Truhe nicht bekommen? Weil ich nicht genug geschaut habe. Na gut, feine Wolle. Glaube ich nicht so wertvoll. Haben wir, glaube ich, schon häufiger gehabt. Okay. Okay, das sind solche Typis. Wie komme ich an denen am besten vorbei? Mit denen lege ich mich lieber mal nett an. Hier müssen wir noch einen Schalter betätigen, gehe ich mal stark davon aus. Hier sind zwei Truhen. Hier haben wir die erste. Uralter Schädel. Das hört sich schon interessant an. Da rechts sehe ich auch einen. Cooler Schal. Was das war, glaube ich. Da haben wir einen weiteren Hebel. Aber da rechts geht's auch. Also, da sollen wir jetzt raus. Okay. Scheinbar. Aber da rechts ist ein Ausgang. Mit Doggies. Warum? Sonst wären wir da nicht durchgekommen. Da unten ist auch ein Hebel. Machen wir die weg. Konter-LP-Regeneration. Sehr nice. Erde, Erde. Wind und Wasser. Das ist ja blöd. Ich glaube, die Hundis sind stärker als der Wachsoldat. Genau, wegen diesem Amoklauf. Oh, das heißt sogar Amoklauf. Das war nicht nur ein Joke, das heißt so wirklich.
Ja, den kann man wegmachen. Ein Haarball. Ist das eine Katze? Du warst... Ja, Erde. Egal! Weg mit ihm! Okay. Es gibt viele FP auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir raus und dann außen rum und dann nicht mit den Rüstungen kämpfen. Himmelsrüstungen sind badass. Crit-Schaden. Ja, ich wurde auch gebeten, mal zu zeigen, was es mit diesen Steinen auf sich hatte. Ich muss zugeben, ich habe selbst mit den Steinen kaum noch was gemacht. Kaum bisher was mit... Okay, da soll ich nicht hin. Dann verrate mir, wie ich an denen vorbeischleichen soll, mein Freund. Kann ich einfach oben an denen entlang? Nee, kann ich nicht. Und diesmal komme ich auf der anderen Seite raus. Gegen Himmelsrüstung zu kämpfen, hat natürlich keinen Sinn. Wie komme ich an den vorbei? Das Einzige, was noch möglich ist, vielleicht unten rum. Ich garantiere euch, das ist der Tod! Was macht man, wenn man hier nicht weiterkommt? Ich darf nicht nach oben. Das ist die falsche Richtung. Ja, wohin soll ich denn? Was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts gegen die machen. Sag bloß, ich muss da doch durch. Ich muss hier durch. Da gibt es irgendeinen Durchgang, den ich verpasst habe. Oder kann ich... Ja, doch. Wenden... Hier ist alles zugestellt. Hier kommt man nirgends durch. Und ich kann schlecht... Moment, kann ich in meine Himmelsrüstung? Nee, die sind ja verboten. Nein, sie sind nicht verboten. Aha! Lol. Na dann. Dann ist es eine ganz andere Hausnummer. Machtlos. Die alle weg. Machtlos, Salbe. Ich kann ihn auch machtlos machen. Machtlos finde ich einen komischen Effekt. Tatsächlich. Machtlos. Ja, ist halt gestunt, aber es hört sich so komisch an. Warum könnt ihr einfach zuschlagen und dann bin ich machtlos? Frech. Jetzt kommen wir 5, ist nicht viel. Das ist besser. Tja, Glenn, und jetzt... Ey, die können was. Im Gegensatz zu den normalen Gegnern sind die gut. Hm.
den weg. Der lebt immer noch. Oh, oh. Ja, wir müssen wieder runterkommen. Ja, jeder kann jetzt eigentlich full ham gehen. Batratz ist der Einzige, der vielleicht ein Problem mit der Zeit hat. Und sich jetzt auch nicht... Ah, sehr schön. LOL. Ich kann ja die nehmen. Na dann. Warum laufe ich denn die ganze Zeit so rum? Weil es cool ist. TP halt nach Kill. Okay, hier müssen wir uns durchsneaken, weil... Ja, kein Platz. Noch. Ah ja, auch hier müssen wir unsere Maschinen nutzen. Aber jetzt mussten wir den Weg für unsere Maschinen freimachen. Dann können wir oben in sie einsteigen oder dann runterfliegen. Mhm. So, und jetzt kommen wir. Okay. Erstmal den Unterstützer wegmachen. Oh shit. Ja, das war jetzt nicht so Premium, aber hey. Wir vergiften jetzt jeden, weil das Gift ist auf unserer Seite. Und sie ist weg. Healer sind schon wichtig. Den noch vergiften, dann ist gut. Dann haben wir erstmal alle Vergifte. Alles ist schlecht. Ich wäre fast schwach geworden. So, ist gut. Wir müssen ein bisschen hier mehr Overdrive bekommen. Jetzt geht's wieder runter. Mich. Ja, stimmt, die machen auch bloß normale Angriffe. Kann das sein? Die haben auch so einen ähnlichen Modus? Komm, du kannst doch mal draufhauen. Aber noch machtlos und dann wird es ganz einfach. Nee, Feuerschuss. So. Platinerz. Feine Sache. Ätherkanone E200. Gleich mal schauen. Setup. Gönnung. Und wir haben einen neuen Bogen gefunden. Der hört sich auch spannend an. Jawohl, ja. Improvements sind eine feine Sache.
Edelstein-Jerkin. Du kannst, glaube ich, alles tragen, aber das ist nicht für dich gedacht. Wer ist denn damit gut? Nee. Nee, Moment. Der robuste Mantel ist eine Verbesserung für dich. Pistole hat sie als Waffe. Sie hat eine Magieausrüstung. Ja gut, Magieausrüstung plus 1 oder plus ist natürlich besser. Wir haben einen coolen Schal kurz nach ihr bekommen. So sie? Nee, ein cooler Schal, oder? Irgendwas cooler. Cooler Schal. Der hier wird ausgewechselt. Ah ja. Das hört sich doch ganz praktisch an. Hier, für dich ist es was. Oder für dich? Nein, für dich nicht. Für dich ist es was. Punkt. Eine Kiste fehlt hier noch. In dem Gebiet. Eine Kiste. Oh, frech. Haben wir die übersehen? Echt jetzt? Ja, wir waren unten links nicht. Wir sind nach oben rechts. Die könnte halt oben unten links sein. Vielleicht kommen wir... Ich hoffe, wir kommen wieder in das Gebiet rein. Eine Kiste haben wir gefunden. Tsurugi. Tsurugi oder so. Das sah nach... Nee, nach dir aus. Ja, ist eine Verbesserung. Ja, man kann sagen, es ist eine Verbesserung. Weil plus, plus und so. Schaut euch diese Wunden an. So können wir sie nicht mitnehmen. Arr. Weitere Soldaten kommen. Gebt auf, wir verschonen und wir verschonen euer Leben. Wie sie wieder ausweichen. Es glaubt doch kein Mensch, dass ihr uns verschonen wollt. Erde und die anderen waren... Ja. Beides egal. Dann sind wir sofort wieder weg. Der ist es weg. Und weiter geht's. Die können nix. Die können alle nix. Schön. Bisschen alle heilen brauchen wir da drum. Oh, shit. Ah, gut, dass der Kreuz... Ah, der Kreuz hier kommt wie gerufen. Alle heilen kommt wie gerufen. Das ist alles wie gerufen. Ja, das bringt ihm jetzt nichts mehr. Solche Gegner können ruhig massenweise kommen. Beeindruckend. Ich habe noch nie solch starke Heilermagie gesehen. Ihr stellt mich in den Schatten. Natürlich hast du das nicht. Weder Mensch noch Arr sind so solch mächtiger Magie imstande. Also ist das der Fluch des Paktes? Das sollte genug sein. Lasst uns gehen. Ah, nee, ich habe noch keine gute Stimme für Sie. Norden in die Sterne, nächster Ausweg. Lasst uns dorthin gehen. Sisi, Herr Franz. Das wird die Stimme, will ich. Herr Franz, oh. Ist es nicht seltsam? Was meinst du? Der Überfall auf Arkant
wo Armelia und ihre Truppen verhaftet wurden. Die Soldaten in Farnsburg bei unserem ersten Treffen mit Farran. Die Soldaten, die auf uns gewartet haben bei Armelia. Und jetzt diese Truppen hier. Sie waren stets in unserer Nähe, trotz der Ablenkungen. Fast, als wüssten sie von jedem unserer Schritte. Denkst du an einen Verräter in unseren Reihen? Wir sind uns nicht sicher. Dagegen können wir gerade nicht viel tun. Hoffen wir, dass wir fliehen können. Ja, wohl wahr. Ein Verräter in unseren Reihen. Denken wir an sowas? Moment, wohin muss ich? Im Norden, hieß es. Wo ist denn im Norden? Ach so, jetzt kann ich da in den Norden. Ich konnte ja davor nicht in den Norden. Aber nicht hier im Norden, sondern... Sind die Gegner jetzt wieder da? Ich mag tatsächlich die Himmelsrüstungskämpfe fühlen sich nicht so gut an, muss ich zugeben. Die fühlen sich immer, naja, zu hart gebalanced an. Also ich finde es angenehm, wenn ich ein bisschen einfaches Spiel habe. Hier ein bisschen leveln und da ein bisschen leveln und dann bin ich overpowered. So einfach. Oh, hallo. An diesem Ort wimmelt es von Soldaten? Ernsthaft? Hakenbüchse. Mhm. Kaufen wir gleich mal eine bessere Waffe. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals einsetzen werde. Das ist natürlich die andere Frage. Ich habe gehofft, dass sie ein Ersatz Magierin wäre, aber scheinbar nicht. Oh. Mehr Soldaten schon wieder. Deine Ablenkung war nutzlos, Farran. Man könnte meinen, sie kennen jeden unserer Schritte. Was willst du damit andeuten? Willst du sagen, ein Verräter sei unter uns? Tötet die Bande! Lasst nur Armelia als Gefangene am Leben! Aus dem Weg! Ihr könnt eh nichts gegen sie ausrichten! Oh, shit! Vergib mir meine Unterbrechung! Diese Stimme! Ist deine Wille hier, Prinzessin Celestia? Ach, General Marty. Dann habe ich eine falsche Stimme für ihn. Hahaha, ehemaliger General, nun Anführer dieser wundervollen Basis. Diese Beförderung verdanke ich nur euch, Celestia. Lasst mich dies zurückzahlen. Ihr habt einzig euch selbst dafür zu danken. Tut mir einen Gefallen und haltet eure heile Klappe, verstanden? Ich lasse mir diesen Moment nicht durch dummes Geschwätz ruinieren. Und dir, danke dir, Heinlein, du erhältst deine Belohnung. Kein Bedarf, mein Herr. Jeden eurer Wünsche zu erfüllen ist mir Belohnung genug. Heinlein, du bist der Spion? Ich würde mich nicht als Spion bezeichnen. Aber wieso? Wieso? Ist es nicht offensichtlich? Ich komme aus einer Dynastie an Dienen. Nichts ist wichtiger für uns als den Wünschen, unserer Meister zu dienen. Und seit dem Ende des Krieges ist unser Meister offiziell König Frederik. Das ist alles? Das ist der Grund für deinen Verrat? Ich bin meiner Bestimmung treu ergeben. Ich sehe keinen Verrat darin. Genug geschwafelt. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Oh shit. Ich habe erst gerade gesagt, dass ich nicht mit den Himmelsrüstungen kämpfen mag. Na gut. Shit, du hast jetzt nicht mehr das Gift, dadurch, dass du eine neue Waffe hast. Okay. Das war schwach. Es gibt nur Marty. Ja. Das war alles. Okay.
Glenn. Ach so, ja, der niedrig, ja, mit dem niedrigsten Leben, das stimmt dann schon irgendwie. Dies ist schwach. Aber das, der Gegner ist auch voll schwach. Überraschend, aber ja, sitzen der stärkste. Die Musik ist geil. Das muss man dann wieder zugeben. So, Glenn ist wieder fueled. Jetzt müssen die anderen fuelen. Victor. Ach, gönn dir auch. Glenn kann wieder loslegen. Das ist alles blöd. Oh naja. Ja, aber gut. Wenigstens daraus. Batraz. Ja, einmal muss noch zuschlagen. Sie können wieder... Abwehr. Wir müssen Abwehr nutzen. Ich muss rauskommen aus diesem Modus. Kann halt nix. Batraz. Los geht's. Heilung braucht keiner. Wilder Hieb. Nein, Glenn. Jetzt, wo wir es gebraucht hätten. Ja, sieht doch schon besser aus. Marty bereitet... Was? Das sieht nicht gut aus. Ihr müsst seine Maschine zerstören, wenn er seinen Angriff beendet. Das... wird interessant. Glenn... Wild Heat. Dammit, ich krieg den einen down. Doch. Ich glaube es nicht. Wo habt ihr solche fähige... Ihr solch fähige Himmelsreiter her? Aus dem Weg, General. Euch nehme ich mit mir, Celestia. In meinem letzten Atemzug verfluche ich euch. Achtung, er jagt sich selbst in die Luft. Amalia! Lane! Geht es euch gut, Prinzessin? Ich bin okay. Es ist eure Schuld, Celestia. Marty, seht nur, wozu der Hass euch getrieben hat. Lasst uns verschwinden. Er stirbt so oder so. Sterben? Ich sterbe? Nein, das kann nicht sein. Meine Arme werden taub. Ich will nicht sterben. Nicht bis Celestia tot ist. Was ist das? Unmöglich. Maskiert er an.
Was tut er da? Das sieht gar nicht gut aus. Sieh dir das an. Scheint, als hätten wir dieses Mal Zuschauer. Wie? Was hat das zu bedeuten? Ich bin hier, weil ich gerufen wurde. Ich weiß, ihr seid in Eile, aber für solch wichtige Veränderungen im Schicksal muss man sich etwas Zeit nehmen. Bartratz, kennst du ihn? Oh, er kennt mich sehr gut und nicht nur er, auch Amalia hatte schon das Vergnügen meiner Bekanntschaft. Hilf mir, ich will nicht sterben. Ich weiß, ich bin immerhin nur wegen dir hier. Lass die Show beginnen. Willkommen am Scheideweg des Schicksals. Noch vor einem Moment führte dich dein Vater in den sicheren Tod. Aber mit deinem Willen zu leben, hast du diesen Weg erschaffen. Du hast die Entscheidung mit der Kraft deines Willens geschaffen. Ich verstehe kein Wort. Das ist der Pakt, er hält den Fluch. Wähle weise, stirb oder geh einen Handel mit mir ein. Ich will dein Leben retten und dir eine Kraft verleihen. Aber im Gegenzug musst du mir etwas von Wert anbieten. Mich retten? Mir Macht geben? Was willst du? Du kannst alles haben. Egal, wie viel Gold du willst. Gold? Gib mir etwas Besseres, etwas, das dir etwas bedeutet. Bartratz zum Beispiel gab mir seine Gliedmaßen. Wo ich gerade daran denke, wo habe ich die nur hingelegt? Vermutlich verloren. Oh, und als Hinweis, je höher die Bezahlung, desto besser der Fluch. Ist es nicht so, Amalia? Alles, was ich will, ist mein Leben. Ich muss sie töten, Celestia, töten. Also nimm, was immer du willst. Mein Arm, mein anderes Auge, ist mir egal. Also muss ich mich damit zufrieden geben? Ist da nichts, was dir etwas bedeutet? Da ist nichts, stimmt's? Nun, ich kenne die Antwort. Ich kenne das Schicksal. Nun denn, Marty, wir schließen einen Pakt und du bekommst den Fluch. Den Fluch zu leben und den Fluch deinem ungezügelten Hass freien Lauf zu lassen. Bis wir uns erneut begegnen. Ach du Schande. Ja. Ja. Das hat im Hals gekratzt, sorry. Was passiert? Marty, es ist nicht genug. Hast du mich so sehr? Ach, brauch einen Schluck. Ich habe euch von dem Moment an gehasst, als ihr das Königreich im Stich gelassen habt. Als ihr weggelaufen seid. Ihr habt euren Bruder die ganze Arbeit machen lassen. Natürlich hasse ich euch auch, weil ihr versucht habt, meine Pläne zu kreuzen, als ich eurem Bruder gedient habe. All das habe ich für Taren getan, aber seht euch nur an. Ihr denkt nur an euch. Ihr versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ohne euch die Hände dabei schmutzig zu machen und verlangt von anderen ebenfalls diese Bürde zu tragen. Seht, was ihr mir angetan habt. Ihr liegt komplett falsch. Außerdem seid ihr selbst schuld. Genug, ich will nichts hören. Eure Wörter sind wie der Wind. Macht euch bereit, seine Macht ist entfesselt. Okay. Aber ich gehe davon aus, wir können beim nächsten Mal uns bereit machen und ihn beim nächsten Mal erledigen. Interessant. Das wird jetzt sehr spannend. Das war auch... Ich frage mich, was hat Amalia geopfert sozusagen? Gut, Bartratz hat seine Arme, seine Gliedmaßen geopfert. Das sieht man ja auch ein bisschen. Was war das für ein komisches Wesen? Und ist das was Böses oder ist das was Neutrales so in etwa? Vielleicht erfahren wir es beim nächsten Mal, nachdem wir Marty besiegt haben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.